Es ist alles gar kein Problem. Stickholder. Hier kann ich jetzt die Sticks da reinhauen. Jetzt brauche ich noch 12 Sticks. Schauen wir mal ganz kurz, was man sonst so bauen kann für tolle Sachen. Kastenball-Ding. Dafür fehlen mir gerade noch die Materialien. Stickmarker. Was ist ein Stickmarker? Was macht der? Hat der irgendeinen Sinn? Warum steht da nichts dabei? Bench. Eine Bank hätte schon was, gell? Ja, doch. So eine Bank direkt hier so am Wasser, so. Ja. Doch, doch, das hätte schon was. Zwei Loks liegen hier auch noch rum. Zum Glück sind diese Leute noch nicht in die Nähe meines Hauses gekommen. Das bleibt auch so. Ich will da draufsetzen und ausruhen. Hallo? Ich schaue in die falsche Richtung. Außerdem sitze ich überhaupt nicht auf der Bank. Was zur Hölle? Jetzt sehe ich richtig rum. Ja, Gott sei Dank. Ich habe gedacht, ich hätte die Bank jetzt auch falsch rum aufgestellt. Irgendein Scheiß. Und Angst, sie könnten aus dem Wald rauskommen und mich infiltrieren. Das ist eine Feder. Bringt mir die Feder irgendwas? Wo ist die Feder jetzt? Habe ich die Feder jetzt verloren oder was? Armor. Hallo? Hallo, mein Fisch übrigens, ganz klar, oder? Ich habe den Fisch auch noch. Ich habe ganz vergessen. Liegt der Fisch da jetzt drauf, oder? Ja, da liegt er, unterm Holz. Da ist er am besten aufbewahrt. Ich glaube, die Sticks sind die Steine respawnen einfach, weil da liegt schon wieder ein neuer Stein in meinem Camp gerade. Weil Sticks sammeln, ja, sehr, sehr schön. Und ich renne immer weiter in den Wald rein, das ist gar nicht gut. Gar keine gute Idee, immer weiter in den Wald reinzurennen, da. Weißt du, der Fisch ist schon wieder verbrannt. Was? Lackern Vogel. Hä? Was zur Hölle? Warum liegt da ein Vogel? Ist der verbrannt im Feuer und jetzt liegt er hier irgendwie in meinem Inventar. Okay. 30 noch. Das klappt noch. Hoffentlich. Eins, zwei, da. So, jetzt haben wir gleich einen Lockholder auch noch. Das heißt, ich kann jetzt diesen Lock jetzt hier einfach da reinlegen. Sehr schön. Dann fällen wir mal nochmal so einen Baum.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich schlage ins Leere. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Jetzt habe ich wieder das Gefühl. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich schlage ins Leere. Oh Gott, jetzt bin ich mit dem Rücken zum Wald. Ich werde verrückt. Locks für den Lockholder. So, noch ein Lock da hinten. Oder sogar zwei. Da ist noch mehr. Haufenweise Locks überall. Locks überall! Ich glaube, einer passt noch rein, oder? Habe ich gehört. Ich nehme jetzt einfach mal zwei mit und schau, ob sogar vielleicht noch mehr als einer reinpasst. Obwohl, ich glaube, es gibt eh bis noch einen hier, oder? Besteht dafür die Möglichkeit? Um Gottes Willen! Meine Güte! Schreck mich doch nicht so, willst du mich nicht verarschen? Krieg ich hier die... Krieg ich ja zuständig, krieg ich da ja. Wo ist der Lock jetzt hin? Willst du mich jetzt verarschen? Hä? Kollege? Wo ist der Lock hingeschmissen? Was ist das? Ein Stein, okay. Wieder. Backpack ist, glaube ich, voll. Der Lock ist irgendwie weg. Oder? Liegt er da? Da liegt er. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Moment mal. Ach, Gottes Willen. Ich schon. Paras kriege ich hier schon. Tch, genial. Premium. Gefühl, ist schon wieder irgendein Essen hier verbrannt. So. Gibt's auch irgendeinen Walkholder oder so? Ich fehlt jetzt gerade noch. In welche Richtung sterben die dabei? Ich glaube, in die Richtung hier könnte es sein. Vier Loks, 19 Sticks. Okay. Sonne geht bald schon wieder runter. Liegen hier immer so viele Sticks rum. Jetzt sehr angenehm, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Can't carry anymore. Okay. Okay. 10 noch. Ich kann 9 tragen, irgend so ein Scheiß. Gottes, wenn ich kurz gedacht habe, wäre so ein Typ. Irgendwelche Geräusche höre, die nicht dauernd da sind. Komme ich immer direkt Angst und denke, sie sind da. Und nicht nur sie sind da, sondern wenn sie da sind, ist doch mein Ende da. Ich will doch meinen Sohn wiederfinden. Es fehlt noch ein Stick. Herzlichen Glückwunsch. Komm.
Oh Gott. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht.